Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simulator 4 der Danish Bitters. Wir befinden uns hier auf der Strecke München-Augsburg und haben die Aufgabe, unseren Fernzug, unseren ICE von Augsburg bis nach München zu fahren. Mit Halt in München-Pasing. Es ist früher Morgen und ich habe euch wieder mal etwas vorzustellen. Dazu gleich mehr, würde ich sagen. Beginnen wir erstmal damit, unseren Zug aufzurüsten, würde ich sagen. Und ja. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge und wir, würde ich sagen, rüsten unseren Zug weiter auf, warten auf Ausfahrt, schließen dann die Türen und dann werde ich mehr zu dem Ganzen erzählen. Machen hier noch ein schickes Foto, würde ich sagen. So ein bisschen hier mit der Sonne, mit der aufgehenden Sonne eben. Foto, das macht es doch gleich noch viel schöner, finde ich. Genau. Dann machen wir Folgendes. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Das sieht doch gut aus. So, dann würde ich sagen, los geht's. Hier natürlich noch die Zugsicherungssysteme einstellen. Die AFB. So, die ganze noch auf 40 stellen. So, dann hätten wir das soweit. Genau. Sind wir soweit fertig mit dem Aufrüsten. Und ihr seht, viel los ist jetzt hier noch nicht besonders an diesem frühen Morgen um 5:32 Uhr. Eigentlich der einzige, ja, wir sind der einzige Zug, der im Moment zur Abfahrt bereit steht, sonst ist hier gar nichts los. Sämtliche Gleise sind leer. Hier wird immer noch gebaut, die werden auch nie fertig. Ja, aber wie ihr seht, ist hier gar nichts los, also mal so überhaupt nichts. Nun ja, vielleicht ist das ja gleich in München besser, oder Richtung München auf jeden Fall. Schauen wir mal. So, wir müssen noch gute 30 Sekunden, bis wir Ausfahrt haben. Dann hoffe ich auf eine störungsfreie Fahrt Richtung München. Also ihr seht hier am München-Pasing Zwischenhalt, bevor wir dann um 6:02 Uhr in München auf Gleis 15 einfahren werden. So. Ihr hört schon mal, der Türsound ist schon mal ganz anders. Ja, ihr habt richtig erraten, es handelt sich wieder mal um einen Soundmod. Und diesmal für den ICE 3 München-Augsburg. So, dann würde ich sagen, los geht's. Viel Spaß beim Sound. Wunderschön, wunderschön. So, denn auch für diesen oder für dieses Fahrzeug, für den ICE 3, gibt es einen Soundmod, ebenfalls zu finden auf der Seite Train Sim Community.
So, dann fahren wir Hauenstädter Straße und so weiter vorbei, bevor wir gleich auf die Schnellfahrstrecke fahren. Da sind wir schon in der LZB. Das ist natürlich schon mal sehr schön. Da können wir hier alle Hebel auf den Tisch legen, außer die Bremse. Das Hatt schließen. Und dem Zug oder den Zug den Rest machen lassen. Sehr, sehr schön. So, die Sonne geht auch langsam auf an diesem frühen Samstagmorgen des 27. Juli 2024. Also wie gesagt, wenn ihr die Soundmods sucht, ich kann euch auch gerne einen Link unter die Videos, unter die beiden Videos setzen. Zu finden sind die auf jeden Fall auf der Seite Chain Sim Community unter Sounds. Und da müsst ihr ein bisschen scrollen, das ist ein bisschen älter schon. Das für den ICE3 ist zum Beispiel vom 18. Februar dieses Jahres. Dementsprechend wird es natürlich ein bisschen tiefer stehen. Und wie gesagt, ich werde euch da auf jeden Fall die Links unter der in der Videobeschreibung setzen, damit ihr da gar keine Probleme habt, das zu finden. So, nach wie vor 150. Fahren wir eine Umleitungsstrecke oder warum fahren wir denn hier so langsam? Ah, ich wollte gerade sagen, jetzt geht's los. Sieht ja schon ganz anders aus, 2:30. Aber es ist so ein bisschen, es ist, sagen wir mal so, es ist noch sehr wenig los an diesem frühen Morgen. Also, so kommt uns ja so gar nichts entgegen. In Augsburg nichts los, auf der Strecke nichts los. Also, puh, sind wirklich einer der frühesten Züge anscheinend, die sich auf den Weg nach München machen. Denn wahrscheinlich sind wir auch gerade aus der Abstellung, erst aus der Abstellung gekommen und haben jetzt praktisch unsere erste Fahrt mit den Fahrgästen, die in aller Frühe jetzt Richtung München wollen und von da aus in alle Welt. Gehe ich jetzt mal von aus, weil es ist ja so überhaupt noch nichts los hier. Kein Regelzug, kein Fernverkehrszug, kein Güterzug, nichts fährt hier. Wahnsinn. Also das, naja, gut. Dementsprechend haben wir natürlich freie Fahrt, ist klar. Schauen wir mal, wie sich das in der nächsten im weiteren Fahrtverlauf noch darstellt, ob der Verkehr da zunimmt oder ob das so bleibt. Wie gesagt, es sind einige Pendler, beziehungsweise Pendler auf den Samstag vielleicht nicht jetzt so, aber einige Fahrgäste, die in den Urlaub wollen oder sonst wohin, die sind da schon an dem Bahnsteig. Ist zwar jetzt nicht überfüllt, ist klar auch um diese Zeit, aber es sind schon einige da. Also es müssten vielleicht bald mal irgendwelche Züge auftauchen, zumindest Regio-Züge. Naja, schauen wir mal. So, ich finde solche Soundmods von den Fahrzeugen, die finde ich immer sehr, sehr gelungen, muss ich wirklich sagen. Auch hier von diesem ICE. Kommt dem Vorbild immer näher, wirklich, also richtig schön. Also ich bin da absolut beeindruckt von der Arbeit, die sich die Leute auch da machen. Das ist ja auch immer wieder so eine Sache, das steckt ja auch richtig Arbeit dahinter. Und die sich da wirklich Zeit für nehmen und das wirklich
ja, für uns praktisch in Angriff nehmen und das Ganze entwickeln und so weiter. Hut ab, absolut Respekt. Vielen, vielen Dank dafür an jeden Einzelnen, der sich da mit auskennt, der da irgendwie beteiligt ist und absolut, absolut Respekt, absoluten Respekt dafür, wirklich. Wunderschön, wie die Sonne aufgeht. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Da fahren wir in den Sonnenaufgang Richtung München mit Halt in München Pasing und in München werden dann die ganzen Fahrgäste, die mit uns gefahren sind, die praktisch mit dem Verbindungs-ICE von Augsburg nach München werden dann umsteigen in weitere Fernzüge und werden dann nach Berlin oder Köln, Hamburg und so weiter fahren. Wer weiß, in alle Richtungen wird es sie treiben. Zu ihren Liebsten, zu ihren Verwandten, zu ihren Freunden, wo auch immer, zu ihrem Job, zu ihrer, weiß der Geier wohin, auf jeden Fall in alle Städte, vielleicht sogar ins Ausland, ins Europäische, wer weiß, wo es die Fahrgäste hinzieht. Wir sind auf jeden Fall dafür da, sie heile und pünktlich von Augsburg bis nach München zu befördern und das werden wir natürlich, soweit es geht, erfüllen. So, fahren wir schön über die Schnellfahrstrecke. Aber nach wie vor tote Hose. Schade.
gut, ich hätte auch einen anderen Zeitpunkt wählen können, mittags oder so. Klar, wäre wahrscheinlich mehr los gewesen. Aber ja. Aber so einen frühmorgendlichen Zug zu fahren, das gehört ja auch dazu. Man kann ja nicht immer nur mittags und nachmittags fahren, man muss auch morgens fahren. Da passt das schon. Da war doch gerade mal endlich eine Bahn. Endlich. So, 14 Kilometer noch bis München-Pasing. So, dann hören wir uns gleich mal, wenn wir in Pasing einfahren, die Bremsen von außen an, würde ich sagen. Und wenn wir in München einfahren, im Hauptbahnhof, hören wir das uns dann von innen an. Ich denke, dann haben wir beides gut abgedeckt. Vom Sound her, wie sich das Ganze anhört. Oh, LZB ist zu Ende. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen aktiv werden hier. Sie verdrücken. So, dann müssen wir nämlich die AFB nochmal zurücksetzen, damit wir wieder Leistung bekommen. Genau. So, dann sind wir gleich schon in Pasing. Jetzt nur noch ein Katzensprung.
Von da aus sind es ja dann auch noch gute 7, 8 Kilometer bis zum Hauptbahnhof. Aber nach wie vor gähnende Leere an KI-Fahrzeugen, nichts los. Kein einziger Zug, der uns hier mal irgendwie entgegenkommt. Da kommt was, da ist was. Kommt uns eine, da fährt eine AE. Eine Quietsche immerhin. Endlich. Sollten vielleicht mal anfangen zu bremsen jetzt. Ja, ein bisschen Strecke haben wir noch. So, die Quietschi hat Ausfahrt. Sehr schön. Ich finde, die hören sich ganz gut an, die Bremsen. Quietschen schön. So, wir stehen links. Richtig? Ja, richtig. Sehr schön. So, so langsam kommt noch Leben aufs Gleis, hätte ich fast gesagt. Also, der KI-Verkehr erwacht. Immerhin jetzt. So, und dann haben wir jetzt gleich Ausfahrt. Richtung Hauptbahnhof. Natürlich haben wir noch ein bisschen Wartepflicht, weil wir ja natürlich überpünktlich waren. ICE 619 fahren wir. So, nächster Halt, München. Wunderbar.
Wunderschön. Wunderschön, wie die Sonne aufgegangen ist. Herrlich. Einfach traumhaft. So, dann haben wir gleich 60, 40, 30. Wunderschön. So, auch wieder relativ pünktlich. So, wenn wir das Signal passiert haben, können wir runter auf 40. Dann gleich schließlich 30 und Ankunft. Gleis 15 werden wir einfahren.
Sehr, sehr schön. Auch relativ pünktlich. Das von innen hört man die Bremsen kaum. Ja, von innen sind die sehr leise, sehr schön. So. Also das Türsound hört sich auch gut an, wenn die aufgeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war unsere kleine Fahrt mit dem ICE Soundmod, ICE3. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. ICE 619 hat, also frühmorgendliche ICE 619 von Augsburg als Verbindungs-ICE nach München Hauptbahnhof. Folgende Züge können nun erreicht werden oder folgende Anschlüsse. ICE 802 auf dem Weg nach Hamburg-Altona auf demselben Gleis. Abfahrt 7:07 Uhr. Ebenfalls auf dem Folgegleis, auf dem gleichen Gleis folgender Zug, ICE 699 auf dem Weg nach München Hauptbahnhof. Ja, der kommt ja eh gleich hier an. Ja, würde sagen, das war's wie gesagt mit diesem Soundmod von TSW bzw. aus der von der Webseite TrainSim Community für den ICE 3. Können wir jetzt hier noch von innen die anhören, wie sich das anhört, wenn die Türen zugehen. Dienstvorgang eingeleitet. Ja, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Ja, was soll ich noch sagen? Wie gesagt, ich werde euch die Links auf jeden Fall in die Videobeschreibung setzen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.